Qualitativ hochwertige Maissilage stellt die Grundlage vieler Milchvirationen dar. Eine Belastung in Hefen und Schimmel darf in guten Silagen nicht auftreten, da sie Leistung und Gesundheit der Kühe negativ beeinflusst. Ein großer Teil der Belastung mit Hefen und Schimmel entsteht bereits vor der Ernte auf dem Feld. Untersuchungen aus der ISF-Schaumann-Forschung über viele Jahre zeigen dabei die deutlich höhere Belastung der Pflanze durch milde Winter und warme, trockene Sommer. Damit Sie die Belastung Ihrer Maisbestände besser abschätzen können, bietet Ihnen das ISF-Labor auf Gut Hülsenberg die Möglichkeit an, in den Wochen vor der Ernte Frischmaisproben auf den Befall mit Hefen und Schimmel analysieren zu lassen. Schneiden Sie dazu einige Pflanzen aus Ihrem Maisbestand auf der Höhe ab, auf der Sie auch häckseln würden. Zerkleinern Sie die Pflanzen. Verpacken Sie diese und stellen Sie das Paket bis zum Versand kühl. Noch ein Tipp: Schneiden und versenden Sie die Proben am Wochenanfang, um die Lagerzeiten auf dem Postweg so gering wie möglich zu halten. Dadurch bekommen Sie genauere Ergebnisse. Ziel sollte eine Belastung mit Hefen von unter 100.000 kbE und mit Schimmel von unter 10.000 kbE sein. Werden diese Werte überschritten, sollten Sie gezielte Maßnahmen wie einen Hochschnitt planen. Auch der Einsatz eines Bonsilage-Siliermittels ist dann unerlässlich. Ihr Schaumann-Fachberater unterstützt Sie gern bei der Probennahme, der Interpretation der Ergebnisse und der Wahl des richtigen Siliermittels für Ihren Betrieb. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg im Stall.